What? Impossible! How can this be our God? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die M und heute stelle ich euch die im Oktober neu erscheinenden RPGs vor, die mir am allerbesten gefallen. Angefangen mit Resonance of Fate End of Eternity, die 4K HD Edition. Erscheint am 17. Oktober 2018. Das Steampunk-Schusswaffen-RPG von Tree Ace ist eine Remastered Edition des bereits 2010 erschienenen Originaltitels. Resonance of Fate spielt in einer Zukunft, in der der Großteil der Menschheit durch eine krebsverursachende Umweltverschmutzung ausgestorben ist. Die Verbliebenen haben eine gigantische umweltreinigende Maschine mit dem Namen Basel erbaut und sich um diese herum angesiedelt, haben aber mit der Zeit die außerhalb liegende Welt vergessen. Der Spieler leitet die Gruppe einer privaten Militärfirma auf ihren Missionen für diverse Kunden und entdeckt Stück für Stück die Wahrheit hinter Basel. Die Rezensionen des Originaltitels kritisieren langweilige Dungeons und eine schleppende Storyentwicklung. Das taktische Echtzeit-Kampfsystem und die liebevoll gestalteten restlichen Settings dagegen wurden in höchsten Tönen gelobt. Die Sprachausgabe wird es lediglich auf Englisch, aber mit deutschen Untertiteln geben. Ob sich die Entwickler die Kritik zu Herzen genommen haben oder es ein reiner HD-Port ist, bleibt abzuwarten. Was ich aber bisher gesehen habe, sieht auf jeden Fall so gut aus, dass ich da ein Auge drauf behalte. Initial 2 New Stage erscheint am 19. Oktober 2018. Der Nachfolger von Initial ist ein futuristisches Hack-and-Slash-Action-RPG von Restory Studios. In der Welt von Initial 2 stehen dem Spieler Superkräfte zur Verfügung, die er neben vier verschiedenen Waffen seinem Hauptcharakter zuteilen kann. Spielen tut man den Captain eines Soldatenkorps, der mit zwei Kollegen die Geheimnisse um ihre Vergangenheit aufdeckt. Stattfinden tut das alles im Reich ihres langjährigen Erzfeindes, sodass man sich auf eine Menge heißer Kämpfe freuen kann. Die Sprachausgabe wird es nur auf Englisch, Japanisch und mit chinesischen Untertiteln geben. Der Vorgänger wurde im Durchschnitt positiv von Spielern aufgenommen. Und da die Entwickler ihr Team für diesen Titel von 5 auf 9 Mitarbeiter aufgestockt haben, um dem Spieler ein noch besseres Erlebnis bieten zu können, kann man ein ordentliches Hack-and-Slash-Game erwarten. Die Grafik jedenfalls sieht soweit klasse aus und ich bin schon gespannt, ob dieser Titel die Erwartungen letztlich erfüllen wird. The Greater Good erscheint am 23. Oktober 2018. Dieser Titel, der mir besonders am Herzen liegt, ist ein westlich gestyltes JRPG von Sam Enright. In der Welt von Greater Good ist die Magie lange vergessen und die Maschinen sind am Aufstieg. Der Spieler stellt sich ein Team von außergewöhnlichen Helden zusammen und deckt mit ihnen die verlorene Vergangenheit auf und rettet, wie kann es auch anders sein, die Welt. Die Sprachausgabe wird lediglich auf Englisch erscheinen. Die Entwickler legen viel Wert auf eine epische Story, tolle Musik, interessante Charaktere und eine einzigartige Grafik, die für mich persönlich genau meinen Geschmack trifft. Das Kampfsystem ist, wie in einem klassischen JRPG, rundenbasiert. Erwähnenswert finde ich noch, dass es keine Random-Kämpfe geben wird. Man hat also die Möglichkeit, Feinde unterwegs zu umgehen. Alles in allem sieht The Greater Good sehr vielversprechend aus. Auf meiner Wunschliste steht es jedenfalls. Nightfallen erscheint am 26. Oktober 2018. Nightfallen ist ein First-Person-Action-Horrorspiel mit RPG- und Stealth-Elementen von Deceptive Games. Als Polizist James Jenkins sollen wir Meldungen über seltsame Geschehnisse in einem Wald nahe London nachgehen. Dort angekommen stellen wir fest, dass sich außerirdische Monster breit gemacht und fleißig mit der Reproduktion angefangen haben. Dies gilt es dann im Spielverlauf zu verhindern. Das Spiel wird lediglich auf Englisch erhältlich sein. Leider ist es schwer, mehr herauszufinden, da sowohl die Steam- als auch die Internetseite nicht gerade viel preisgeben. Da alles noch so unfertig ist, wird sich zeigen, ob die Entwickler überhaupt zum angekündigten Datum fertig sind. Aber, und deswegen stelle ich es hier auch vor, die vorgestellte Grafik und das Setting haben mir ziemlich gut gefallen, sodass ich schon gespannt bin, wie das letztliche Spiel aussehen wird. Farplane Relic erscheint am 18. Oktober 2018 im Early Access. Farplane Relic von Nicey Games ist ein Action-RPG mit Rogue-Elementen. Als Protagonist Momo erlebt man eine abenteuerliche Geschichte, in der man durch eine Art Dimensionstor, das Relic eben, in eine andere Welt gesogen wird.
Durch eben dieses Tor wurden aber zuvor Horden von fiesen Monstern in seine eigene Welt gelassen. Und diese muss man natürlich retten. Das Spiel wird nur auf Englisch und Chinesisch erhältlich sein. Die Grafik und der flüssige Kampfstil haben mir gut gefallen. Es erinnert mich ziemlich doll an die Inosha-Reihe, die mir damals sehr gut gefallen hat. Mein Interesse hat Farplane Relic jedenfalls geweckt. Ich bin gespannt, wie es bei den Spielern ankommen wird. Call of Cthulhu erscheint am 30. Oktober 2018. Das Ende Oktober erscheinende Survival-Horror-RPG von Cyanide Studios ist kurz vor der Veröffentlichung in aller Munde. Neben einer Semi-Open-World wird der psychologische Horror auch investigative und Stealth-Elemente enthalten. Als privater Ermittler Edward Pierce wird man beauftragt, den Tod der Hawkins-Familie auf Darkwater Island aufzuklären. Bevölkert wird die düstere Insel unter anderem von einem bösen Kult und einem verrückten Wissenschaftler. Durch Gespräche mit NPCs und Erkunden der Umgebung soll man die Rätsel lösen, wobei es auch möglich sein wird, Hinweise zu verpassen. Auch wird es ein Sanity-System geben, bei dem man auf die geistige Gesundheit Edwards achten muss, um fähig zu sein, bestimmte Ereignisse im Spiel richtig zu verstehen und nicht irre zu werden. Was man bisher zu Gesicht bekommen hat, sieht spitze aus und sorgt dafür, dass ich voller Ungeduld jeden Tag bis zum Erscheinen von meinem Kalender streiche. So, das war's. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, tschüss.